Okay. Okay, Mama. Schau's einfach. Quelle, vertrau mir, Bruder. Dann nächste Freitag. Was machst du da? Hallo, meine Lieben. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ja, heute testen wir meine Kindheitserinnerungen. Ich war ja nämlich in Kosovo und habe ein paar Süßigkeiten mitgenommen und Knabberzeug. Sehr geil. Und möchte natürlich, dass mein Ehemann sie mal kennenlernt. Also kennenlernt, ich sage es jetzt schon mal vorab, viele von diesen Sachen kenne ich auch schon, also weil es sind sehr viele türkische Produkte dabei. Weil Kosovo importiert sehr viel, Export sehr wenig, aber Import sehr viel, weil halt sehr wenig dort produziert wird. Aber das sind halt wirklich meine Kindheitserinnerungen, mit denen bin ich halt aufgewachsen. Mit ein paar waren neu, deswegen habe ich mir gedacht, egal, ich nehme es mal mit, wir testen sie einfach nur so mal aus. Leute, auf das da, oh, ich freue mich so. Also wir waren in Djakov, waren wir, und da habe ich dann einen Laden gesehen, der hat einfach vegetarisches Gummizeug verkauft. Guma. Richtig nice. Guma. So sagt das mein Neffe immer. Ja, und ich habe mir gedacht, echt cool. Ich habe einen halben Kilo gekauft, Freunde, ich weiß nicht. Ich habe halt gesagt, von jedem zwei Stück, und irgendwie war dann ein halber Kilo da. Ja, passt eh, oder? Okay, mit was willst du als erstes beginnen? Machen wir einmal salzig und einmal süß, so abwechselnd. Ja, sehr gerne. Okay, das heißt immer so eine Packung Chips und dann halt hier entweder Schokolade oder Gummizeugs. Genau, okay, passt. Du entscheidest. Ich entscheide? Okay, ich fange mal mit diesen langweiligsten. Was für mich am langweiligsten wirkt, ist, sind hier diese Erdnussflips. Flips with Peanut. Ich blende euch hier mal ein kurzes Bild ein, dann seht ihr immer, was genau ist, weil so in die Kamera halten und so, das wird ein bisschen schwierig. Weil das schaut für mich einfach aus wie so Snips oder halt Erdnussflips, nur in Drachenform. Also das, schauen wir mal. Ich liebe ja Erdnussflips, Freunde. Das stimmt, ja. Okay. Riechtest mal. Riecht top. Gut, ja. Chin chin. Chin chin. Okay. Mhm. Ganz anders, als ich mir erwartet habe eigentlich. Mhm. Ganz andere Konsistenz. Es ist eine ganz andere Konsistenz, weil es schmeckt so wie diese Puffulettis, genau, falls ihr das kennt. Und sehr schwach nach Erdnüssen. Ich hätte es mir viel intensiver vorgestellt, aber es ist wirklich sehr leicht. Wir blenden euch dann hier seitlich die Noten ein, was wir vergeben. Wie vergeben wir die Noten? 1 bis 5? Genau. Schulnoten, 1 ist das Beste? 1 ist das Beste, 5 ist das Schlechteste. Okay. 3, 2, 1, 3. Ja, solide 3 für mich. Ja. Das ist eine solide 3, meine Freunde. Ja. Nehmen wir gleich das da hier, was da ist. Mhm. Und zwar Schokostobi. Schokostobi? Das sind so Schokoladenbällchen. Genau, das ist so wie Malteser hat das ausgesehen. Das Okay, riecht nach so dunkle Schokolade. Dunkle Schokolade, ja. Danke. Chin chin. Ah, okay. Es ist wirklich so komplex. Diese, wie heißen diese Nesquik? Nesquik-Bällchen mäßig sind drinnen. Genau. So wie das schmeckt das. Und dann mit einer dunkler Schokolade. Schokolade überzogen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, so mit Milch ein bisschen. Ja, stimmt. So wie Cornflakes halt einfach, gell? 3, 2, 1, 2. Boah, für mich ganz schwach. Echt? Ja, ja. Ich mag sowas halt nicht so. Ich mag schon gut. Nein, ich finde das sehr schwach. So, dann machen wir hier mal Grillchips von der Marke Vipa. So, Grillchips. Das ist, glaube ich, eine albanische Marke. Das kenne ich nicht. Das sind ja auch diese Ketchup-Chips von denen. Ah, aber die gab es nicht in klein, deswegen habe ich jetzt nicht mitgenommen. Aber wir kennen die ja eh. Finde ich gut. Oh ja. Das klingt ein bisschen nach einem Barbecue. 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 Okay. Außerdem finden sie immer schon gut. Schaut gut aus, ja. Let's go. Sehr schwach gewürzt. Bah. Es schmeckt wie Kartoffeln, normale Kartoffelchips, finde ich. Es ist ganz schwach. Nicht einmal salzig, gar nicht. Nix. Also. Die sind sehr schwach, Freunde. 3, 2, 1, 5. Ganz schwach. Ich würde sogar minus, minus, Mann, minus. Ganz schwach. Also gar nicht worth it. Also die Kalorien, die du da isst, ist nicht wert, finde ich. Gut, als nächstes. Nimm mir doch ein bisschen von hier in hier. Also Gummizeugs. Was willst du probieren? Welchen willst du probieren? Blume. Die Blume? Also, dann Blume. Du ab. Eine Blume. Weißt du ab und gib mir dann den Rest. Was ist das für ein Geschmack aber? Erdbeere. Erdbeere, ja. Ich finde es gut, dass es nicht so süß ist. So extrem süß. Erstens das und zweitens die Konsistenz ist geil. Gut, gell? Willst du noch einen probieren?
Ja, können wir machen. Nehmen wir noch einen. Welches? Nimm mal den hier. Den fetten? Genau. Den haben wir noch einmal, oder? Den haben wir noch einmal, ja. Das heißt einmal die rosane Seite. Und einmal die blaue Seite, oder? Das schmeckt so wie dieses Pizzas. Wie dieses Babbelfüssel. Aber ein bisschen... An der Konsistenz merkt man, dass es nicht die echten ja, sind. Ja, erstens das, zweitens. Aber Geschmack ist auch gut. Ist nicht so sauer wie diese originalen. Das stimmt, ist auch nicht zu extrem sauer. Aber gut. Mhm. Gut. 3, 2, 1. 2. Jo. Ich finde es nicht schlecht. Also, für mich ist Gummizeug halt eh immer stärker als Schokolade, deswegen... Ja. Okay. Was als nächstes? Die Cracks, also die kenne ich, also nicht mit, ich glaube die Pikanten kenne ich nicht, aber die gibt's, die sind ja aus der Türkei und ich habe die als Kind auch gerne gegessen. Mit Käse. Mit Käse habe ich sie. Aber es gab keine mit Käse. Genau, mit Käse habe ich sie. Deswegen habe ich mir gedacht, egal, nehmen wir jetzt eine andere. Die sind jetzt pikant. Gibst du mir eins? Riecht gut. Mhm. Nimm noch eins. Mhm. Wow. Die sind stabil, Mann. Okay, zähl runter. 3, 2, 1. 1. Für mich eine. Boah, abnormal gut gewesen. Ja, wie viel? Warte. Beruhig dich. Wow, sind wow die, die lecker. Sind lecker. Sie riechen gut, sie schmecken gut, geile Konsistenz auch. Nice, Mann. Also die Packung könnte ich easy wegsnacken, jetzt muss ich sagen. Würde ich sagen, Twingo. Das Twingo ist so wie Twix, Twix schaut Fake. Das aus. Von der Marke Sölen. Schaut nicht zu trocken, also die Karamell lässt sich gut ziehen. Karamell lässt sich Fall. Gut ziehen, okay. Chin chin. Dieses Biskuit drin schmeckt ganz anders, gell? So wie diese. Diese 3 Kilo Packung. Genau. Wie diese Kekse schmeckt das, ja. Karamell muss ich sagen, ist okay. Karamell ist gut, gell? Ja, Karamell aber ist nicht schlecht, aber dieser Keks kann echt nichts. Der macht das irgendwie kaputt. 3. 2, 1, 4 minus. Ja, ich glaube auch so. 4 minus, sowas hätte ich auch gesagt, ja. Du hast 4 gesagt. 4. Gut, okay, 4. Wir bleiben bei der 4. Okay, ich wusste nicht, dass wir Plus und Minus auch vergeben. Ja, hier nehmen wir. Patos. Patos? Mhm. Taco Baharatl, Taco Spicy. Baharat ist so halt Gewürz eigentlich. Gewürz. Mhm. Ja, also die sind dicke. Das ist auch von, aus der Türkei, so eine türkische Marke. Also schon auch so wie Doritos. Riecht gut. Let's go. Mhm. Das sind gewürzte Chips, Mann. Kaust du aber was los mit dir, Vipa? Was ist das? Was ich denn? Ja. Mhm. Kann man machen, oder? Gewürzt? Mhm. Komm. Leicht salzig. Muss ich, also für meine Verhältnisse leicht salzig. Ist nicht aber trink so schlimm. 3, 2, 1, 2 minus. Okay. Nimm mal diese okay. Toffitella. Toffitella mit Vishne-Aroma, also mit Kirschgeschmack. Vishne, bei euch ist es auch so. Vishne, ja. Bei uns auch. Jungschak-Schäcker, weich, soft. Soft, geil. So Toffee halt. Das sieht für mich wie ein Kaugummi aus, Baby. Es ist kein Kaugummi, es sind so weich, aber soft es ist es nicht. Nein, nicht mehr wahrscheinlich, es ist okay, wow. Wow. Was auf die Zähne. Holy shit. Bei uns sagt man dazu Plombenzieher. Mhm. Wow. Das schmeckt nicht mal nach Kirsche. Was ist das? So fake. So was habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Vor meinem Kiefer tut weh. 3, 2, 1. 5 minus, 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 minus. Wenn ich eine 10 geben könnte, würde ich 10 geben. So ganz schlecht. Ganz schwach. Boah, wow. Die sind echt. Na. Boah, das, ich brauche jetzt etwas okay. Gutes. Salziges. Okay, ja gut, die kennen wir beide. Ich weiß jetzt schon, was ich für eine Note vergebe. Leute, das sind meine Lieblingschips. Clipsy Chicken Drums, Leute. Yes, Chicken Drums. Chicken Drums. Yes. Gönn dir. Oh, das sind hier so wie Pommes. So wie Pommes Leute, kann man, ja. Genau. Ching ching. Mhm. Aber mit Chicken Geschmack. Ja. I love yes, them. Man. Okay, da brauchen wir, glaube ich, beide nicht diskutieren. Glatte 1, oder? Glatte 1. Glatte 1 auf jeden Fall, ja. Also wer Chicken mag, wer Pommes mag, gerne. Boah, geil, Mann. Könnt ihr euch gönnen auf jeden Fall. Wieder sowas? Mhm. Was nehmen wir, diese roten?
Oder? Klar, nimm. Das ist ja nur kurz. Das war eins und das ist gerissen. Ah, okay. Weil Olim Gelatine hat kein Bindemittel. Ah, okay. Mmh, soft. Geil. Mmh. Macht Spaß. Also, ich muss noch zwischen 1 und 2. Ich finde auch. Mmh. Ich glaube, da kann man alle nicht falsch machen. Mhm. Vielleicht die. Ja, die haben wir auch in Gelb und in Rosa. Probier mal, let's go. Ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Jetzt kommt's. Oh ja. Nach Joghurt. Nach diesen Erdbeerkombinos, oder wie heißen diese Zuckerl? Aber in weich einfach. Mhm. Sehr gut. Ich finde sie gut. Am Anfang war es komisch irgendwie. Ja, ich glaube, weil du noch den Geschmack vom anderen hattest, deswegen. Aber ich finde es gut. Ja. Ja, ich glaube, die brauchen wir gar nicht bewerten, die sind die immer nach zwei. Die brauchen wir wirklich nicht bewerten. Solide zwei. Wir werden einfach nur dazwischen immer essen. Ich würde sagen Cupcake mit Banane. Okay. Ja, das spricht mich nämlich nicht an. Leute, ich habe es früher geliebt. Meine Mutter hat uns davon 100 Stück gekauft und immer in der Schule haben wir eins mitgekriegt. Echt? Ja. Popcake ist ja auch eine typische Marke. Oh, mit Banane. Riecht so wie Schokobananen. Ja, schmeckt so wie Schokobanane. Das ist also ein Kuchen. Ja. Innen Bananenfüllung und draußen rum mit Schokolade. Jo. 3, 2, 1, 4. 1. Ich würde auch eine 5 geben, aber ich wollte nicht so unverschämt sein. Weil 4, weil es gibt, ich kann mir schon vorstellen, dass es den Leuten schmeckt, aber es ist halt einfach gar nicht meins. Sesam einfach mal. Okay. Weil diese Elephant Cracker sind eigentlich ganz gut. Baked squeezed Pretzels. Oh ja. Boah, ja. Leute. Ja, Mann. Geil. Wow. 3, 2, 1. 1. Glatte 1. Glatte 1. Wow. Da. Brauchen wir nicht diskutieren. Mhm. Sehr geil. Dieses schwarze und weiße Sesam schmeckt im Kombo abnormal drauf. Okay. Top. Dann würde ich sagen, einmal hier. Was ist das? Schoki. Chocolatno Draje. Sojadro od Kikiritka. Kikiritka. Heißt Chocolate Draje with Peanut Kernels. Also so wie M&M's mäßig. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich würde sowas mit Milchschokolade mehr feiern als mit dunkler Schokolade. Ich mag dunkle Schokolade. Okay. Ich mag dunkle Schokolade auch, aber als alleine. Mhm. Ja, schon mit gut. Erdnüssen. Schon gut. 3, 2, 1, 2. Ja. Ich hätte, wie gesagt, ich würde es mehr feiern mit Milchschokolade, aber ist nicht schlecht. Ich fand sie gut, ja. Mhm. Ja, Pizza Snacks. Nimm mal Pizza Snacks. Das sind Snacks, Pizza Snacks von Toni. Mhm. Das sind so Pizzaringe. Pizzaringe, ja. Das sind so Ringe mit Pizza Geschmack. Sehr leicht fühlt sich an. Wie viel Gramm ist da drin, überhaupt auch nichts wieder. Oh, das sieht wieder so aus, als würde das so in der Luft im. Ich glaube, Orki wird es dann, ja. Bisschen. Chin, chin. Let's go. Es ist legit Luft, was du isst. Aber es ist schon gut. Es ist gut, aber es ist einfach Luft. Du also beißt rein Luft. Und es schmilzt einfach es ist einfach weg. Also isst man eigentlich gar nichts, Freunde. Keine Kalorien. Frag einfach Luft. Und ist auch nicht so stark gewürzt, finde ich, gell? 3, 2, 1, 3. Ja, für mich ist es schwach. Wisst ihr, ich mag Chips halt gewürzt. So, dann hier einmal Creme Banana. Also schaut aus wie Bananen, Schokobananen. Es ist eine Schokobanane. Ja. Es ist glutenfrei, natural color und gelatinfrei, Leute. Boah, ich bin halt überhaupt kein Schokobananen-Fan. Das schmeckt so künstlich. Ja. 3, 2, 1, 5. Gut, dass wir uns da einig sind. Chio Sticletti mit Sour Cream and Onion Flavor. Also sind so auch so Cracker, Chubuk Cracker. So wie diese Etikrax halt eben. Ofenbaked aber.
oven baked. For my English people out there. So. Mm. Okay. Schon gut gewürzt das auf jeden Fall. Bis wie lange rein damit? Let's go. Mhm. Die schmecken knuffig. Ja man, danach, also das sind solche Dinger, danach riechst du den ganzen Tag nach diesem Zeugs. Aber Bark Onion. Onion mit. Mhm. Zwiebeln. Richtig Zwiebeln. Gib's deinem Bruder, komm. 3, 2, 1. 3. Ja. Okay, ich glaube, warte, wir haben besser. Noch 1, 2, 3 süßes, 1, 2, 3 salziges. Genau. Okay, machen wir. Jetzt ist süß. Candy. Candy, Kokos, Coconut. Also Candy Coconut, ich denke mal, das ist so wie Bounty. Ja. Like Bounty, yes. Boah, ich glaube, das ist derselbe. Aber da ist überall die Schokolade so. Bisloid. Oid. Aha. Mm. Ganz anders die Konsistenz. Mm. Weißt du, wie das schmeckt? Mm. Wie? Diese Füllung von den Schwedenbomben. Dieses Schaumding, härter mit Kokos. Ja, stimmt. Es ist so ein Schaum drin. Unten, ja, weil unten ist auch so quasi wie dieser Keks und die Schokolade. 3, 2, 1, 4. Ja, also ich fand das sehr schwach. Lingo Flips, Pi und Ki Ketchup. Also so wie diese Pizzaringe. Pizzaringe. Ringe. Genau. Mit Ketchup. Jetzt ist es mit Ketchup. Mhm. Geil. Wobei der Nachgeschmack ist ein bisschen weird. Es schmeckt so wie diese. Weißt du, wie das schmeckt? Leute, kennt ihr diese in diesen länglichen Packungen, diese bunten Kuhkügelchen? Mhm. Aber ist ja süß. Ja, aber so schmeckt das, finde ich. Nur mit ein bisschen Ketchup dazu. So schmeckt das. 3, 2, 1, 2. Ich fand's schwach. Bin stabil. Okay, dann kommt hier. Boah, auf den habe ich gar keinen Bock. Alpella Bar Cake. Cake with white chocolate. Coating and cocoa sauce. Ich weiß nicht mal, warum ich überhaupt weiße Schokolade. Das verstehe ich auch nicht, weil sie. Du magst gar keine weiße Schokolade. Wo komisch bist du? Das schmeckt nicht nach Schokolade. Sehr weiße gut. Schokolade schmeckt nicht nach Schokolade. Weiße Schokolade ist schon geil. Es schmeckt aber nicht nach Schokolade. Boah, das sieht ja urgrindig aus. Gönne das Schiff. Oh mein Gott. Leute, das sieht schon sehr eklig aus, wie Anu sagen würde. Hast du mit dieser Füllung gekriegt, oder? Okay. Ja, schmeckt komisch. Diese weiße Schokolade schmeckt einfach gar nicht. Ich finde allgemein, diese Schokosachen haben alle alt geschmeckt. Ich weiß nicht. 3, 2, 1, 4 minus. Hm. Komm, nix leider. Okay, dann von Elephants diese... Tomatoes and Herbs, Baked Squeezed Pretzels. Also die mit Sesam waren schon Baba, finde ich. Ich glaube, die haben es auch in sich. Uff. So mediterran. Mhm. Baba. Mann, geil. Mhm. Ja. Dann gut. Gut. 3, 2, 1. 1 plus für mich sogar. Sehr gut. Top, Mann. Findest du die oder die mit Sesam besser, aber? Die. Ich auch. Also jetzt haben wir noch einmal hier von Etty Pizza Cracker. Das sind meine Lieblinge, Freunde. Echt? Die Cracker. Ja, stimmt, du magst so Pizza Cracker extrem. Ich schwör's euch, wir haben immer Pizza gesagt. Pizza. Papa, kannst du uns Pizza kaufen? Nicht, sie wartet nicht einmal bei denen, versteht ihr so sehr, ist sie ein Fan. Isst doch ein paar, und dann kommt schon der Geschmack. Isst ja, ich weiß nicht. Der Mohn. Ja, ja, genau. Mit Mohn, das ist schon gut mit Mohn. Mm. Aber ich dachte, die sind ein bisschen stärker gewürzt. That's the real shit, man. Mit dem bin ich groß geworden, Freunde. Du bist eh noch klein. Mit dem bin ich klein geblieben. Alt geworden. Alt geworden. Ich liebe sie. 3, 2, 1. 2. 1. Plus, plus, plus. Nein, ich finde 2 plus. Ich finde die Herbs-Dinger, diese Pretzels besser. Besser gewürzt. Ja, aber schau mal. Die gibt es schon so lange und die gibt es noch immer. Ja.
stehst. Okay, dann haben wir hier einmal Kaugummis mit drei verschiedenen Geschmackssorten. Zitrone, Erdbeer und Orange. Du harter. Nein, war es nicht. Jetzt junger Mist. Also Zitrone ist sehr schwach. Erdbeer. Was ist das für Erdbeer? Boah. Na. Boah, Erdbeer ist ja noch schlimmer als Zitrone, Mann. Und einmal Orange. So ein Fake. Boah, Zahn gebrochen erstmal. Das ist auch keine Orange, oder? Ich glaube, die haben sich ein bisschen vertan, die sind geschmacksbehindert, das schmeckt nach Minze. Wo ist der Orange, bitte? 3, 2, 1. 5. 10. 5 minus, Mann. Also das kann gar nichts. Weil das war ja richtig grindig, Mann. Ich mach jetzt einen Knochen. Ein Knochen? Ja. Den kennst du auch nicht, ha? Knochen trocken? Dann gibt's ihn. Zum Abschluss noch. Wow, der ist stabil, geil. Mann. Das Gummizeug ist alles sehr gut. Ach. Okay. Headshot. Das war's mit dem Video. Haben was alles sagst getestet. Du, was sagst du so in... Fazit im Großen und Ganzen gut. Die salzigen Sachen sind geil. Süße Sachen, geht. Bis auf das Gummizeug fand ich das süße Zeug gar nicht ansprechend. Also das mit Schokolade war sehr schwach. Mein Rücken juckt gerade. Und dieses Toffitella, sowieso das war steinhart. Soft ist was anderes für mich. Dann diese Ringe halt mit diesen, die haben alle sehr, sehr schwach geschmeckt, finde ich. Ja, diese das meiste salzigen. War sehr schwach gewürzt. Aber diese Pretzels sind sowas. Von der Konsistenz her richtig nice. Ja, die Konsistenz war nice, ja. So Maispuffs nice. Halt, weißt du, ja, sowas so geht immer. Ist das, schon gut. Das geht immer gut, ja. Mhm. So zum Snacken, also für einen Filmeabend und so, kann ich mir das schon gut vorstellen. Ich werde jetzt alle luftdicht verpacken und dann meinem Neffen und meiner Nichte bringen. Die werden das jetzt sich alles zerfetzen. Gescheit, ja. Weil wegkommen werde ich das sicher nicht. Nein, das auf keinen Fall. Okay, ja. Das war's mit dem Video. Jetzt weiß ich, was ich das nächste Mal definitiv kaufen werde. Pizza Cracker. Yes. Nein, und diese... Die Pretzels. Hier. Die Pretzels. Die Pretzels, die waren richtig nice. Ich finde auch die mit Honey Mustard extrem geil, weil sie so arg Ja, schon, Würzen. Aber die finde ich... Achso, Honey Mustard, nee, nicht so. Ich schon. Na gut, Freunde. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, zeigt uns das gerne mit einem Like und einem Kommentar. Hier könnt ihr uns abonnieren. Hier seht ihr unser letztes Video. Und wir würden sagen, bis zum nächsten Video wieder. Bye! Bye.